musst drücken. Der nimmt kein Gas an. Da, hier, auf dem Ding musst du... Hat der überhaupt noch TÜV? Hallo, wir sind Tom, Joris und Matthias. Kurz vor der Wahl reisen wir 15 Tage kreuz und quer durch Europa. Wir treffen viele Menschen und erzählen ihre Geschichten. Das ist die Expedition EU. Hallo, herzlich willkommen aus Helsinki, dieser wunderschönen digitalen Stadt. Alles vernetzt hier, nirgendwo sonst in Europa wird das digitale Leben so vorgelebt. Und wir machen den Test. Welche Angebote funktionieren? Was wäre vielleicht auch für Deutschland was Gutes? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zu unserem Hotel? Da können wir es gleich mal testen. Es gibt verschiedene Apps, die da in Frage kommen. Zum Beispiel Wim ist von hier und Uber, das kennt man vielleicht. So, hier habe ich jetzt eingegeben unseren aktuellen Ort, Airport Helsinki und das Hotel, in das wir wollen. Und die App zeigt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man dorthin kommt. Zum Beispiel mit dem Bus, mit der Tram oder eben mit dem Taxi. Taxi Helsinki wären 36,40 Euro. Was kann Uber? Dann schau doch mal bei Uber nach. Ich habe die Route hier schon eingegeben. Das kostet uns 33 bis 43 Euro. Oh. Also etwas schwierige Entscheidung. Man kann nicht unbedingt sagen, was billiger oder was teurer ist. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Wim-App. Einfach vielleicht gucken wir, wie es funktioniert. Zack. Taxi anfordern. Oh. So, jetzt muss ich hier meine Daten eingeben. Hey, filmen wir mit, auch die Kreditkartennummer. Wo ist denn das? Da ist das Taxi, oder was? Ja. Und da sind wir. Ja, also nö. Und der kommt jetzt nicht zu uns, wir müssen da hinlaufen, oder was? Ich glaube, der kann uns nicht orten, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Hallo, Taxi? Steht da eine Nummer drauf? Also, bislang läuft es eher so suboptimal, oder? Er geht auch nicht ran, das ist das Komische. Man kann über die App eigentlich den Taxifahrer anrufen. Ich glaube, das ist die Meldung. Okay, letzter Stand der Dinge, abgebrochen oder was? Ich glaube, wir nehmen normales Taxi. Also Wim ist schön designt, aber es funktioniert einfach nicht. Also es kommt halt kein Taxi, ne? Das ist gut. Steht irgendwo anders. Und oder? Du bist jetzt 43 Euro los? Nee, 36. Ah ja, gut. Ja, dann geht's ja noch. Okay. Ja, guck, hier sieht man's. Could you come over or is it a long way for you? Yeah, you see us? Perfect. Wir haben gerade erfahren, unser Hotel war früher mal ein Knast. Es sieht von außen übrigens auch so aus. Mal gucken, was uns alles erwartet. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Das ist ja richtig fett. Na dann. Gute Nacht aus dem Knast. Tier heißt die App, tatsächlich wie das deutsche Tier. Und ich kann jetzt da reinzoomen und sehe, da vorne, da steht der E-Scooter. Yeah. Und wenn ich der Schnellste bin, dann kriege ich den auch. Die E-Scooter jetzt seit diesem Frühjahr, das ist recht neu, die sind in vielerlei Hinsicht sicher praktisch, führen aber teilweise auch ein bisschen zu Herausforderungen und Problemen. Das merken wir jetzt gerade, wo sie eben so neu sind, dass man ganz eindeutig neue Spielregeln jetzt lernen muss oder das muss man verinnerlichen. Wie geht man mit den Dingern um? Viele fahren auf den Bürgersteigen, was nicht zulässig ist und was auch zu Gefahrensituationen führt, weil viele natürlich auch heizen oder also einfach noch nicht sich so bewusst sind, dass sie genauso schnell sind wie Räder. Und außerdem lautlos, also das ist natürlich auch noch so eine Gefahrensituation hervorrufen kann. Außerdem werden die häufig egal wo abgestellt und abgeworfen einfach. Das ist natürlich auch nicht so, wie es laufen sollte, sondern die sollten möglichst irgendwie logisch sinnvoll irgendwo abgestellt werden. Es gibt keine Stationen, Sammelstationen wie bei den Citybikes, aber ja, also sollte natürlich irgendwie, man sollte ein bisschen mitdenken, wo man die Sachen dann abwirft wieder. Guck hier, jetzt steht hier Ladestand, Entfernung stimmt nicht ganz, 92 Meter. Ist das überhaupt die Nummer? Kommt das hin? Natürlich, man muss die App erstmal verstehen. Es gibt auch einen QR-Scanner, vielleicht geht es damit. Der Scooter ist gerade nicht verfügbar. Verdammt. Naja, aber gucken wir weiter. Da hinten ist ja noch einer. Ja, man drückt da einfach nur so einen kleinen Hebel. Also ich bin ja schon mal gefahren.
am Lenkrad und dann gibt das Ding richtig Gas. Und man darf nur, ganz wichtig, auf einem Fahrradweg fahren. Irgendwie kriegt das nicht mehr auf die Palette. Ich glaube, der Junge braucht... Du musst drücken. Der nimmt kein Gas an. Da, hier, auf dem Ding musst du... Hat der überhaupt noch TÜV? Okay, der scheint ziemlich leer zu sein. So, noch? Jetzt, guck hier. Ja, Matthias, ein bisschen... Du kannst auch weiterfahren, glaube ich. Ist noch ein bisschen schüchtern. Wie ist es so? Das traue ich mich nicht, weil die Straße ist total rum. Ja, das war unser Tag aus dem digitalen Helsinki. Apropos digital, Podcast ist auch online. Gerne mal vorbei abonnieren und anklicken. Und, ja. Und auch abonnieren diesen YouTube-Kanal, damit ihr nicht unsere genialen Videos verpasst. Hier unter mir sind ganz viele davon. Und natürlich könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar schreiben. Ne? Ja, unbedingt. Kommentare. Ganz viel schreiben. Ne? Wir fahren jetzt mit der Fähre nach Estland. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.